Hallo, willkommen beim Golfen mit Freude. Ich habe ein neues Logo. Diese Bälle werden bald auf meiner Webseite zu kaufen sein. Und ich freue mich, dass du hier bist. Heute spiele ich den wunderschönen Belleville Golf Club. Falls du wirklich schön einen alten, richtigen, südafrikanischen, einheimischen Platz spielen möchtest, wo der Green Fee wirklich nicht teuer ist, dann komme jetzt. Das ist sehr nah an der Stadt. Was möchte ich heute dir erklären? Ich möchte dir einen tollen Driver-Tipp geben. Ich werde gleich diesen Ball schlagen, meinen nagelneuen Logo-Ball. Ich will den nicht verlieren, so ich muss einen guten Schwung machen. Du hast jetzt Zeit. Der Winter kommt. Du kannst indoor wunderbar Driver trainieren. Und auf Folgendes darfst du achten. Viele Golfer, vor allem unerfahrene Golfer, haben Probleme hier und Probleme hier. Das ist so alles angezogen. So, ich möchte, dass du auf diese Position achtest. Wenn du diese Position richtig machst, dann musst du dies richtig tun. Was meine ich? Das ist ganz spannend und es wird so viel bringen, vor allem wenn du eine Slice-Tendenz hast. Gucke, dass du dich voll aufdrehst. Mehr ist besser beim Driver-Schwung. Vor allem, wenn du in der Achse bleibst, wenn du um deine Wirbelsäule dich drehst. Wenn deine Ferse hochkommen muss, dann lass es passieren. Wenn du so bleibst und dich voll aufdrehst, hast du mehr Zeit, die Arme zu senken beim Abschwingen. Du führst mit deiner linken Seite, nicht mit den Händen und Armen. Und wenn du hier bist, dann bist du in der Lage, da zu sein. Und so würde meine Durchschwungposition aussehen. Und ich weiß nicht, ob du das sehen kannst, aber ich kann es dir erzählen, meine Arme sind so entspannt. Das sieht man bei vielen Profis, wie der Schläger sich ganz leicht schließt beim Durchschwingen. Und das ist ideal, wenn du ein bisschen mehr nach rechts schwingst und es gestattest, dass der Schläger die Arme wiederholt. So, wenn du da bist, wirst du automatisch ja gut sein. So, wie wäre es, wenn du nur darauf achten solltest? Das ist nur ein einziger Schwunggedanke. Schlage ich vor, ich mache jetzt den Schlag vor, habe schön Rückenwind. Vielleicht kannst du sehen, wie ich da und vorne bin. Oh, hast du den Ball gesehen? Das war eine flache Rakete mit einer leichten Linkskurve. So, lassen wir uns das Ganze in Zeitlupe anschauen. So, die Position, die wichtig ist und an die ich gedacht habe, war diese. Die Arme sind locker und der Schaft und die Arme sind auch eine Linie. Wenn man es schaffen kann, in diese Position zu kommen, dann gibt es eine positive Auswirkung. Dann beim Durchschwingen, wie man da sieht, schau mal die Schlagfläche in diesem Moment an. Die hat sich leicht geschlossen. Und das ist etwas, was man nicht bewusst macht. Das passiert von alleine. Aber damit es automatisch passiert, muss der Schläger da sein. Ja, wir wollen auch, dass der Ball gerade startet oder leicht nach rechts. Da sieht man den Ball, unsere kleine Rakete. Aber um da zu sein, gibt es Vorarbeit und das geht mit dem Rückschwung los. Schau mal, wie viel ich mich da gedreht habe. Ich schummle natürlich, aber dieses Schummeln ist erlaubt. Und wenn man auch meinen Fuß, meine linke Ferse anschaut, kann man nicht wirklich sehen, aber glaub mir, der ist leicht nach oben gekommen. So, ich habe mich gut aufgedreht.
Wirbelsäule. Winkel möchte ich aber beibehalten. Lass uns mal sehen, ob das passiert ist. Ja, ich würde sagen, das geht. Und jetzt beim Abschwingen bringe ich den Schläger automatisch in diese Position. Okay, so nur von da. Du siehst mein rechter Oberarm, wie eng das am Körper ist, wieder nicht bewusst gemacht. Aber mein Gehirn habe ich einen Befehl gegeben, da zu kommen. Und das hat mir es sehr erleichtert, die Arme beim Abschwingen hier zu senken. Man redet über die lockere Hände und das kann man auch sehr gut sehen, wie das funktioniert hier. Guck mal, da ist viel Winkel und das wird jetzt gelöst und das bringt sehr viel Power. So, das ist kein Lüffeln, weil wie du siehst, die Arme schaffen es in eine Linie. Aber das passiert, weil ich meinen Körper früh genug aus dem Weg bekommen habe. Aber das wird jetzt ein bisschen kompliziert. Zusammengefasst, denke daran, Arme locke, um da zu kommen, wirst du dann automatisch mir ja sein, also leicht innen, und dann kannst du den Ballflug schön genießen. Das kannst du auch. Ich weiß, tausende Male wiederholt, aber der Prozess ist schön und dies hier ist ein toller Schwunggedanke, bevor du wegklickst. Viele meiner Golf mit Freude Abonnenten fragen mich, ob sie mit auf die Südafrika reisen dürfen. Dann frage ich, wie oft spielst du? Und spielst du 18 Loch? Und schaffst du die 18 Loch in ein bisschen mehr als 4 Stunden? Wenn du das kannst, wenn du diese Spielerfahrung hast, dann solltest du bitte mitkommen. Die Reisen sind für alle Handicaps. Wir spielen klasse, klasse Plätze auf Tonanlagen, aber es gibt auch sehr viel Sightseeing und natürlich, wir genießen die Menschen, die Restaurants und den Wein. Tschüss.